Hallo und herzlich willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ich wollte Harveys neue Augen sehen, sagen, aber das ist ja Edna bricht aus. In der letzten Folge haben wir hier angefangen, mit unserem kaputten Stuhlbein die Polster zu zerschneiden. Wir randalieren einfach mal ein bisschen weiter. Weil hinter einem dieser Polster ist ja die Klimaanlage versteckt, ne? So wie ich das verstanden habe. Huch! Da kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Kann ich das nehmen? Nee. Dann nehme ich jetzt mal das. Hinter diesem speziellen Polster scheint es noch weiter zu gehen. Echo? Echo? Hinter diesem Polster scheint ein Hohlraum zu sein. Okay, kann ich. Na, komm. Kann ich hier jetzt mit meinem... Es ist ein Schlitzstuhlbein, aber eine Kreuzschraube. Okay, kann ich das... Sieh mal, Harvey. Ich habe den weltersten Stuhlbeinanspitzer erfunden. Cool. Wenn wir hier raus sind, scheffeln wir Millionen. Interessant. Okay. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Jo. Was haben wir denn hier? Wir haben hier das Gitter, wir haben Schrauben. Okay. Wie kriege ich das jetzt? Irgendwie muss das doch gehen. Es ist ein Schlitzstuhlbein, aber eine Kreuzschraube. Ja, kennen wir ja schon. So, kann ich... Sieh mal, Harvey. Ja, kennen wir auch schon. Hat er jetzt umgehoben? Sieh mal, Harvey. Ich habe... Wohl nicht, okay. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade, kein Kratzer. Okay. Kann ich vielleicht noch ein Stuhlbein kaputt machen? Sag Hallo, Stuhlfried. Hallo? Sag doch was! Oh nein, ich habe meinen Freund Stuhlfried Stuhlbein getötet. Zu cool. Hey, komm mir damit nicht zu nahe. Das sieht so aus, als könnte es wie Butter durch Gewebe schneiden. Ja, das war der Tipp für die Leute, die noch nicht das gefunden hatten, was ich und so. Kann ich jetzt noch...
So, ja. Das ist äußerst interessant. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Nein, es ist bereits kaputt. Und der Tisch hat mir nichts getan. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Ach ja. Kann ich jetzt vielleicht? Es ist ein Schlitten. Ach. Vielleicht noch mal. Ich will hier raus. Vergiss es. Nee, auch nicht. Murks. Murks, Murks, Murks. Was übersehe ich? Das Gitter ist nicht gerade beeindruckt. Im Gegenteil, es verhöhnt mich. Was meinst du zu diesem Gitter, Harvey? Es muss einen Weg geben, da durchzukommen. Go, Edna, go! Nein, Harvey ist mein bester Freund. Ja, stimmt. Denen da rein zu stopfen, wäre ein bisschen blöd. Es ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exakto, Lucci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Ja, dann soll Harvey das doch mal tun. Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Ja! Ja! Tempomorphe mich in die Vergangenheit! Wie du willst. Halte dich fest. Aha. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert, oder... Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Dr. Marcel? Doch, doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden.
Harvey kann per Drag and Drop sogenannte Topics auf Edna ziehen, um sich mit ihr darüber zu unterhalten. Will er sie erst später benutzen, kann er sie auch auf der Liste am unteren Bildschirmrand ablegen. Okay. Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich hierher gebracht hast. Wolltest du mir nicht beibringen, wie man Schrauben öffnet? Das geht sofort los. Okay. Das. Was haben wir hier noch? Das. Geht ja supi. Machen wir einfach mal, ne? So, dann fangen wir mal hinten an. Hast du schon die Klinke gedrückt? Langsam glaube ich, das mit dem Tempomorphen war doch keine so gute Idee. Du weißt ja gar nicht, wie ich hier rauskomme. Keine Sorge, ich schaff das schon. Und dann kommst du auch wieder in der Gegenwart weiter. Hey Edna, ich habe die Schrauben gefunden. Du musst die Schrauben lösen, um hier rauszukommen. Ach was, das hilft uns nicht wirklich weiter, oder? Jetzt stehen wir doch vor genau demselben Rätsel wie in der Gegenwart. Ach ja. Ich guck mich mal weiter um. Ich hab's dir versprochen. Ich bringe uns hier raus. Vielleicht müssen wir etwas finden, das in das Schlüsselloch passt. Mal überlegen. Vielleicht so etwas wie den Schlüssel? Mann, hast du eine Laune. Tut mir leid, Harvey. Ich hatte mich nur so auf die Vergangenheit gefreut. Und jetzt kriege ich nur diesen miefigen Keller zu sehen. Ich finde schon einen Weg. Keine Sorge. Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich hierher gebracht hast. Wolltest du mir nicht beibringen, wie man Schrauben öffnet? Das geht sofort los. Vielleicht zerbröselt die Tür ja, wenn wir die Marmelade aus ihrem Glas befreien. So wie die immer roch, mag das gut sein. Aber wir würden noch vor der Tür dran glauben. Denk dran, du bist aus Frotti. Du könntest von dem Geruch Feuer fangen. Interessant. Öl. Ja, ich würde mal sagen, ich kürze das mal ein bisschen ab. Ich muss das hier nicht künstlich in die Länge ziehen. So, dann nehmen wir mal... benutzen Ofen. Autsch, heiß. Kann ich jetzt mit der Hake hier... nehme Feuerholz. Ich will die Spinnen nicht stören. Das finde ich sehr nett von dir, Öl. Aber wir... Moment, wir können ja mal... Da wohnen unzählige Spinnen drin. Reden. Geht's euch gut, ihr Spinnen? Und ab. Ja, klar. Yippie. Nette Spinnen. Ach ne, benutzen hatten wir ja schon. Dann... Ansehen. Da haben wir Öl. Eingetrocknet? Kann Öl überhaupt eintrocknen? Dann, bevor wir das nehmen, können wir damit reden? Du bist schuld an beiden Irakkriegen. Cool. Dann nehmen wir uns das mal mit. Da kommt nichts mehr raus. Was? Naja, gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Noobvogel. Ciao.